Moin, liebe EOAMI, wir sind heute auf dem CCSW Network Server. Und ja, ich habe mir gedacht, ich mache euch mal so ein kleines Update, wie weit wir jetzt eigentlich mit dem gesamten Server sind. Das ist übrigens jetzt die zweite Aufnahme, weil die erste habe ich ziemlich reingefailt. Die wäre nämlich eine Stunde gegangen und ein ziemliches Geschnipple gewesen und deswegen mache ich euch jetzt einfach nochmal eine neue. Mit dabei ist hier der Rispo. Und da. Der da, schaut, Ach so. Okay. der was da schon wieder, der was sein Auge gerade in der Hand hält. Und dann einmal ein Tigerpanzer. Hallo. So, ja. Ihr kennt ja noch die alte Bauwelt, das ist jetzt die hier, wo dann später hier City stehen wird. Und dann haben wir jetzt noch eine Bauwelt, wo hier Plot steht. Und zwar ist es vom Wesentlichen her wie bei Griefer Games, für die Leute, was Griefer Games spielen. Und zwar ist das so eine City Build Standard-Ding, und zwar dieses Plots-Ding. Ich zeig's euch mal, wenn ich Plots eingib. Für alle, die auf Griefer Games spielen, ihr seht's ja hier. Es ist vom Wesentlichen her genau das gleiche. Plugin. Das ist jetzt die eine Welt, allerdings wird die wegen später betretbar sein. Und dann haben wir noch die 1er-Welt. Da hat sich auch etliches getan, das kann ich euch mal in einem anderen Video vorstellen. Ja, zum Wesentlichen, was hat sich auf dem Server getan? Wer hat aus meinen Seelaternen solche Beacons gemacht? Keine Ahnung, wer das war, aber die Frage ist jetzt eigentlich ziemlich unwichtig. ja, was hat Weiß sich jetzt ich im nicht. Wesentlichen auf dem Server getan? Ja, zum einen sind jetzt sowohl das rechte System fertig, als auch das Coinsystem und eigentlich so die wesentlichen Sachen sind jetzt alles fertig gemacht. Aber was ich euch noch zeigen kann, ist die neue Lobby. Die hat nämlich auch schon ganz schöne Fortschritte gemacht. Das spoilere ich euch jetzt ein bisschen. Und zwar, wenn ich da mal drauf gehe. Okay, ist jetzt gerade nichts online. Ach so, ja. Soll ich schon richtig schreiben, Alter. ne? Soll ich richtig schreiben, ne? So, dann gehen wir da mal drauf. Und dann fliege ich mal mit euch grob in eine kleine Runde. Oh, da ist auch der andere Kollege schon drauf. Könnt ihr übrigens auch mal vorbeischauen hier, dieser Dragstone Dean. Werden die Ja, hier haben wir erstmal das Monster Jump'n'Run, nenne ich das immer so schön jetzt, weil das ein Jump'n'Run ist, das wirklich nur für Pros ist, weil es halt wirklich gerade hier dann mit die Köpfe richtig schwer wird. Oder da hinten mit die Teppiche, also das ist wirklich nur für geübte Leute, die mit Jump'n'Run umgehen können, also nichts für mich. Ja, vom Wesentlichen seht ihr, hat sich hier einiges getan. Wir haben zum Beispiel jetzt da oben, da unten so eine Art, ja, Alter, die Windkraftwerk, gute Schiff. Grafik. Oh, perfekt. Dann haben wir hier hinten so ein bisschen so themenmäßig irgendwas gemacht. Dann haben wir jetzt zum Beispiel, was noch auf den gesamten Server kommen wird. Also auf der gesamten Lobby, sag ich mal. Sowas wie jetzt hier bei diesem Tunnel, so eine Art kleine Storyline, wie jetzt hier mit dem. Ihr könnt ja dann kurz pausieren und euch das anschauen, oder hier mit Batman. Und hier bitte nicht erschrecken, hier ist so eine Seil. Da hinten ist an so ein Viech in der Minecart. Wenn ihr da drüber lauft, dann fängt das Ding halt das Fahren an. Dann zeige ich euch mal hier oben, haben wir noch so eine Storyline gemacht. Warum hat mein Rüstungsständer keine Arme? Also ihr seht's hier. Hä? So wegen Story-mäßig. Dann, was mir auch sehr gefällt, was hier in der Lobby gebaut worden ist, was eigentlich auch richtig nice ausschaut, ist hier diese Baumgegend. Die kann man eigentlich auch so stehen lassen, die passt hier ganz gut rein. Dann haben wir da hinten ein Labyrinth, da werde ich jetzt aber nicht drüber fliegen, weil sonst könnt ihr ja pausieren oder durch die Lösung raussuchen. Ja, ich kenne euch schon, meine Schlawiner. Dann hier, was mir richtig gefällt, ist diese Brücke hier. Die ist richtig emsgeil. Da haben wir übrigens auch, weil wir ja gerne unter unserem Server-Team ein bisschen so kleine Sticheleien haben, weil ich ja natürlich nur Spaß habe gemeint sind, haben wir jetzt beschlossen, dass uns einer Mod hier runterspringt. Selbstmord begeht. Klicks auf meinen YouTube-Kanal, das kannst du doch nicht Und sein. ihr wisst ja, dass ich Apogeil genannt werde. Also hier, guckt, wartet, ich muss mich richtig hinstellen. Ey, So. kann man meinen Kopf nehmen als der, der springt? Nein, Bitte. das ist TOC-Fan, wo runterspringt. Aber Ach so, stimmt.
Ich kann was anders machen. Warte mal, slash head. Rispo. Ja, Abogeil bitte. Wie macht man die Rüstungsständer mit den Armen, bitte? Ich hab nur die hier. Das macht man mit einem Plugin. So Leute, wir machen das jetzt anders. Wir tauschen jetzt den hier aus. Und dann kriegt Lars den hier. Und warte mal, welchen kann man austauschen? Dann tauscht man auch den hier aus. So. So schaut es doch ganz gut aus. Ja, haben wir uns einen kleinen Fez erlaubt und ja, haben beschlossen, dass der da runterjumpen wird. Dann haben wir hier hinten zum Beispiel ein kleine Hommage an mich. Ich weiß bisher heute nicht, wer diese kleine Hommage gebaut hat. Da hinten ist so ein kleines Eisplätzchen. Und irgendeiner aus dem Serverteam dachte sich, Mensch, da könnte man doch mal die Ownerin reinplatzieren und dann schreiben, dass hier kalt ist. Ja, das ist übrigens so ein paar kleine Special-Dinger. Ich denke mal, hier hinten werden wir bei der Brücke, am Ende der Brücke, werden wir vielleicht irgendein Minigame reinmachen, dass die Leute auch über die Brücke laufen müssen. Hehehe. Wäre ich schon wieder fast komplett übers Labyrinth geflogen. Wir wollen ja nicht, dass ihr euch selbst spoilert. Deswegen fliege ich jetzt einfach mal ein bisschen. Die können ja ruhig die Lösung haben. Die müssen ja erstmal von unten dann reinkommen und gucken, wie sie laufen müssen. Ja, nur weil du auch so ein Hacker bist und dann dir es anhalten würdest und dann gucken würdest, ne? Kleiner Cheater. Ich kann den Game Mode benutzen, so. Ja, weil du. Ich geb's halt zu. Kleiner Hacker. Ja, dann, was ich einfach so just for fun hingebaut habe, schaut so ein komisch aus. Einfach so ein Bed was Bed. Und dann haben wir uns gedacht, Mensch, das könnten wir auf jeden Fall für Bed was nutzen. Und dann geht's hier so unten rein. Dann lasst ihr hier hoch. Dann seid bitte alle der Meinung, dass das hässlich gebaut worden ist, nur um mit Rüstbot zu ärgern. Ich bin auch drauf. Und dann seht ihr, hier kommen dann die ganzen Bed Wars Maps rein, hier überall. Guck mal, ich bin armlos. Man muss mit Spaß haben. Oh nein. Verdammt, den kann ich killen. Ah, ich liebe diesen Command. Oh Mann. Ja Leute, ihr könnt an dieser Stelle auch gleich mal reinschreiben, wenn wir dann Scammer auf unserem Server haben. Weil in dieser Plot-Welt wird es keinen Shop geben. Und wegen dem Shop wirst du überlegen ja noch, ob wir den vielleicht nur für Premium-User machen oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall wird es, wollen wir ja auch, dass ihr miteinander handelt. Und nicht nur einfach immer einfach Öl beim Shop einkauft. Deswegen haben wir da auch die Preise ein bisschen anders gestaltet, als vielleicht jemand anders sie jetzt gestaltet hätte. Und auf jeden Fall ist es das so, bei Ding ist, wenn ihr das Scammer finden oder Leute, die mit TP fallen oder sowas, sich Items ercheaten, sage ich jetzt mal, da werde ich dann zum Beispiel solche Sachen machen wie Haus auf den Kopf stellen oder sowas mit Weldedit. Da könntet ihr mir mal hier in die Kommentare reinschreiben, was euch denn am einfallen würde, was man da am besten machen könnte, um solche Scammer und Cheater, sag ich jetzt mal, vielleicht ein bisschen zu bestrafen. Was euch da vielleicht alles so in den Sinn kommt, schreibt einfach mal in die Kommentare rein. Ja, so habt ihr jetzt vom Wesentlichen her die Lobby gesehen. Deswegen werde ich jetzt mal hier wieder rausgehen. Tika Panzer schreibt dahin natürlich alles noch in den Entwicklung. Warte mal, Leute. Da kommt noch vieles, vieles hin. Nein, Spaß. Natürlich ist alles noch ein bisschen in Entwicklung, deswegen sind wir ja noch in der Closed Beta. Aber wir werden wahrscheinlich bald in die Open Beta gehen. Das heißt, dann könnt ihr schon mal hier drauf spielen. Und ja, am besten, wenn ihr hier drauf spielen wollt, dann geht ihr hier einfach auf die IP. Holt euch einfach hier einen Beta-Key ab. Dann, oder schreibt es mir in die Kommentare, dann kann ich euch auch einen Beta-Key zukommen lassen. Dann geht ihr auf die, ich weiß gar nicht, ob Minecraft hier die auch drin ist, warte mal. Nee. Minecraft-IP ist hier nicht drauf irgendwie, oder? Aber Leute, da habe ich eine andere Idee, machen wir es anders, ich mache Verbindung trennen. Also MC. Dann mache ich hier auf Bearbeiten, dann seht ihr hier. Ohne die ist da hinten dran, ne? Einfach nur mc.cc-sw.de. Und dann macht ihr einfach einen Join-Versuch und dann
Und dann kann ich euch frei, könnt ich auch euch einfach freigeben oder so. Oder ihr wollt euch einfach einen Beta-Key und da habe ich euch schon eine Erklärung gemacht. Also ein Erklärungsvideo, wie ihr diesen Beta-Key einlösen könnt. So, jetzt zeige ich euch noch was zu diesem, zum Thema Minecraft-Server. Und zwar haben wir, natürlich sollt ihr das dann auch erst in Erwägung ziehen, wenn ihr dann auch auf den Server zockt, haben wir hier Store.ccsw eingerichtet. Und zwar ist mein PC wieder extra langsam. Komm mal hin. Ah, Skytime ist auch schon online. Warte mal. Achtung, es kommt jemand. Achtung, wir sind in einer Aufnahme. Rüspel, move immer bitte Leute raus, die nicht vorher von mir unterrichtet worden sind, dass die in der Aufnahme sind. Sorry. User was moved out of your channel. Ja, Leute, hier könnt ihr dann euch die Ränge kaufen. Da könnt ihr einfach hier auf mehr Infos klicken. Dann könnt ihr euch die ganzen Infos hier reinziehen, was für Ra Sachen ihr dann hier noch zusätzlich habt. Ihr könnt euch hier auch Coins, könnt ihr euch entweder direkt Coins kaufen, dass ihr sagt 20 Coins zum Beispiel für 15 Euro. Oder ihr holt euch einfach einen Coin Booster. Und dann habt ihr hier auch noch so kleine Sachen wie jetzt zum Beispiel farbige Schrift, wenn ihr keinen Premium-Rang habt, aber halt farbig schreiben wollt. Oder wenn ihr einen Premium-Rang habt, kriegt ihr es auch ein bisschen billiger. Könnt ihr einfach mal vorbeischauen. Alles, was ihr hier kauft, wird natürlich hier eben auch in die Entwicklung des Servers gesteckt und in die Erweiterung und Vergrößerung von CCSW. Des Weiteren haben wir die Homepage ein bisschen überarbeitet und ein bisschen aufgehübscht für euch. Wir haben es ein bisschen vereinfacht und haben euch grundlegende Dinge ins Home reingesetzt. Und zwar hier unter Übersicht, wenn ihr ein bisschen runterscrollt, haben wir euch einfach mal hier so grundlegende Sachen rein, wie hier zum Beispiel die Statusseite. Wenn ihr da mal draufklickt, dann öffnet sich die Statusseite und dann könnt ihr euch auch immer informieren, wie aktuell soweit die Serverstaaten sind von uns. Wie ihr seht, da Store war mal kurz ein bisschen abgefreckt oder hier jetzt mal Main Service manchmal ein bisschen. GTA Server ist natürlich noch pausiert, weil der noch nicht eingerichtet ist. Und warum ihr jetzt, wenn ihr euch jetzt fragt, warum hier der ARC Server nicht aufgeführt ist, das ist folgendes. ARC ist ja für die PlayStation 4 und das geht jetzt hier so an sich noch nicht, deswegen habe ich den woanders hosten müssen. Und deswegen ist der eben hier nicht mit aufgeführt. Aber wenn sobald es geht, dass wir die für PlayStation 4 irgendwie hier so drauf mitkriegen, dann würde ich den eh hier rüberziehen. Ja, dass ihr das auch mal gesehen habt, aber ihr seht es ja jetzt ja recht einfach, dass ihr dann hier euch auch Dann easy geht doch durchklicken immer könnt. zu mir. Ja, dann würde ich mal sagen, ich glaube, dann habe ich soweit immer das Wichtigste gesagt. Ich werde auch in Zukunft immer wieder solche kleinen Update-Videos bringen, wobei die Update-Videos ich auch zusätzlich auf den offiziellen Channel von CCSW Network auch hochladen werde. Dann noch Eventuell werde ich dir da auch ab und zu aushelfen. oder so, ja, genau. Tigerpanzer hat ja, glaube ich, hat ja die Zugriffsdaten, wenn er dann gibt, das er nochmal. Ihr könnt, wie schon gesagt, ihr gerne auf den Server kommen, wenn ihr Beta-Key haben wollt, meldet euch einfach per Kommentar oder im Teamspeak. Dann wir sind froh um jeden Beta-Spieler, weil Beta-Spieler sind immer gut, weil die uns auch ein bisschen so Bugs vielleicht noch zeigen könnten, wo vielleicht noch ein Fehler drin ist. Das wäre natürlich schon ganz wichtig, wenn schon Beta, also einen Closed Beta Zugang bekommt, dass ihr auch dann uns, falls ihr euch ein Bug auffällt, den auch meldet, ohne ihn dann schamlos auszunutzen. Weil wenn wir das mitkriegen, müssen wir leider auch handeln. Ja, dann hätte ich soweit, glaube ich, alles gesagt. Also, wie schon gesagt, wenn ihr Ideen habt, womit man dann Scammer bestrafen kann oder Hacker, einfach mir kurz einen Kommentar reinklatschen, dann kann ich das auch so übernehmen. Und schaut doch mal bei meinen Super-YouTube-Kollegen vorbei und wenn ihr hier auf Server, also auf unser Server und auf Server-Team geht, dann seht ihr auch von allen Server-Team-Mitgliedern hier unten auch die YouTube-Kanäle, das wird auch noch geupdatet, weil das baut ja auch einen Kanal und so. Dann könnt ihr da auch mal einfach so dann den Namen eingeben und dann seht ihr das auch. Ja, das heißt, dann wäre ich mal soweit durch. Falls euch das Video gefallen hat und ihr mehr von sowas sehen wollt, dann meldet euch in die Kommentare, zeigt es mir mit Daumen hoch, lasst auch gerne ein Like da. Falls ihr neu seid, könnt ihr auch gerne ein Abo da lassen, beziehungsweise da mir Abo-Qualität vorgehalten wird, lasst einfach ein Abo da. Im Anschluss werde ich jetzt dann auch noch ein kleines anderes Video machen, wo ich dann noch einen kleinen Aufruf starte für Leute, die mit mir zusammen aufnehmen möchten.
Das ist egal, ob ihr bloß 10 Abonnenten habt oder ob ihr 100.000 Abonnenten habt, ist scheißegal. Weil mir geht es eigentlich darum, dass man einfach als Gruppe ein bisschen streamen kann auf der PlayStation 4 zum Beispiel oder so. Oder halt gemeinsam aufnehmen kann. Ja, dann war's das für dieses Video. Teilt es auch in den Social Networks überall, verbreitet das Video, könnt ihr gerne machen. Und ja, dann bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, danke und tschüss.